Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier, gerade bin überrascht. Also Zeitpunkt 7. Jo, ich mache jetzt weiter. Ich habe kurz was gegessen. Jo, ich wünsche allen schönen Samstag. Und ja, ich fahre mal die restlichen Rübenpilze Richtung Hof. Lager das mal ein. Den Hänger werde ich dann benutzen für Rüben. Später. Den Traktor werde ich dafür nicht nehmen. Denn der ist mir noch zu langsam. Zu wenig Power. Aber Volltanken werde ich mal gleich machen. Ja, Ballen sammeln. Grasmähen ist bei. Später, wenn das Grasmähen fertig ist, dann wird er gespottet noch. Und wenn das fertig ist, dann wird er Ballen gepresst, aber einen am anderen. Ich denke mal, Feld 12 wird auch noch mal grasreif werden. Dann haben wir dann einen Haufen Ballen, die wir dann entsprechend hier einsammeln können. Alles mal mit später. Das ist zuerst mal die Rübenernte, dass das läuft. Und ich könnte aber gleich reparieren. Alle drei Sachen. Aber erstmal voll tanken. Kostet ein bisschen Geld, aber ist leider so. Den eigenen Diesel. Den muss ich noch zu einer Tankstelle fahren, die ich gerade gebaut habe. So, der Tank ist voll. Also gerade ist gut, vor längerer Zeit schon. So, kurze Reparatur. Also den Traktor werde ich nicht verwenden, aber den Anhänger. Da müssen wir schauen. So, ab ins Lager. Hier ein Zeug, ist halt so. Aber der Traktor ist viel langsamer, der ist keine Kraft. Ob ich noch Traktoren kaufen werde, mal schauen. Beziehungsweise da wären die Defend-Fahrzeuge ideal, ne? Die aktuell Stroh pressen. Vielleicht tausche ich auch mal bei Gelegenheit. Oh, Helfer ist Kaya ist fertig. Da wird sicherlich unser Rübenender sein. Ah, da fährt schon der erste Spalle. Richtung 23. Bis zur Zeit. Oder vielleicht auch 24. Mal sehen. Man weiß ja nie, wie sie genau fahren, ne? Den Anhänger stellen wir hier mal so hin. Das ist unser Milchfahrer. Der läuft aktuell die Molkerei. Den Traktor werde ich mal in meinen Düngerbereich reinstellen. Und dafür ist er gut geeignet. Düngerfahrzeuge, da kann er gut fahren. So, da sind keine Traktoren. Da vorne einen gesehen. Ob der schnell genug ist, ich glaube eher nicht. Ansonsten wir gleich mal einen Rübenernter gucken. Ja, das ist auch nicht gerade der schnellste. Oh, der nächste Ballenpresse ist da. Unterwegs, beide Vollgas. Sind gerade zwei. Wo war voll? Erstmal Rübenernter, ne? Gut. Durchdrehende Reifen. Ja. Ja, hoi. Ja, düngen muss ich nicht verdammt viel, ne? Also ein bisschen rabiat jetzt sein. Hoffen, dass er durchkommt. Ja, Möglichkeit nicht ins Feld reinfahren. Ins Gras. Wäre nicht ungünstig, ne? Hat er erst eine Runde geschafft. Ich habe beim Essen auch Pause gemacht. Das war auch zu merken am Computer, dass er entsprechend gekocht hat. Aber gut, das ist nicht anders. Ich wollte nicht weiterspielen, laufen lassen. Weil es immer Probleme gibt, ne? So. Der eine fährt am ersten und der umende auf. Feld 24. Den könnt ihr als Abfahrer nehmen. Den nicht. Der könnte auch. Na, der. Schwierig.
Also wenn wir den Ballen pressen, dann fertig sind, nee, dann ist auch mehr Ressourcen frei. LKW könnte ich auch nutzen, ne? Aber den fahr ich lieber selber. Zack. Das sieht ganz gut aus schon. Ein bisschen warten würde ich noch. Mal gucken, gerade noch bei. So, okay. Da war irgendwo noch Blocking. Und Blocking war gewesen. Oh, da. Da. Mit der nicht. Der fährt. Den mal entlassen. Weil. Den brauchen wir hier nicht mehr, ne? Hier ist er fertig. Der muss geflügt werden. Klar. Ja, das wird bald lustig. Also, naja, lustig. Drei kleine und einen großen Flug. Der will ja Richtung Feld Nummer 65. Ja, 65. Mach ich mal auf den Weg, mal kurz die Karte anmachen. Der letzte Ende war ein bisschen weniger Ertrag, ne? Wahrscheinlich war nur ein Rest gewesen. Wie gesagt, ich brauche mindestens 6 Abfahrer. Das muss so sein. Anhänger habe ich schon angesammelt, den vierten habe ich schon. 2 finde ich noch, einen zweiten, dritten. Das findet sich schon mal. Ja, entgegen, ja, fast eh. Wenn ich mir alle dahin schicken. Daher. Und schauen wir mal, ob wir es zur nächsten Woche starten können. Ne? Ein bisschen brauchen wir noch an Rügen. Ist noch Platz genug da? Ja, die Dresche. Ich dann hier. Oho. Hafen. Ja. Ich bin weiter links abgebogen, aber wir müssen ja hier rechts. Und dann wieder links. Ja, hier ist die Produktion mal gewesen für Papier. Das habe ich ja woanders gebaut. Hätte man auch dahin bauen können, ne? Vom Prinzip her wäre es gegangen. Aber ich hatte ja die 17er fast gar nicht gespielt, nur zum Schluss. Mehr oder weniger. Fand das ganz gut. Und hab den dann für den 19er gleich für die Marsch entschieden. Als erste Modkarte, ich glaube, die war die erste, die draußen war. Spielbar. Und da ja die allgemeine, so gut war, Grunde spielbar und kaum Fehler. Klar kommen hier auch Fehler vor. Aber halt nicht in dem Ausmaß, dass es nicht spielbar wäre. Ne? Und vor allen Dingen wird ja hier fleißig weiter gefixt, wenn Fehler auftreten. Und dann wird es auch nahezu gut immer repariert. Ne? Und das war für mich der Grund, hier die Marschen beginnen. Damals, vor langer Zeit. Mittlerweile auch schon bald 2 Jahre, glaube ich. Ne? Ich weiß, anfangs hier, als ich hochgeladen habe, viele Fehler gemacht. Zu wenig auf Tags geachtet, zu wenig auf allgemein. Ich habe da alle viel Zeit verschenkt. Wo ist der andere, ne? Durchschalten. Wo ist das hier? Der ist jetzt beim Stadion. Ja, wie gesagt, er ist zu breit, ne? Ach, hier. Ja, gut. Fahren wir auch nicht mal selber hin. Geht nicht anders.
wie gesagt, vorbereiten, dann die Grasernte mehr oder weniger abschließen, Ballen pressen lassen, Milch, Fett auf, siehste. Da kann die Molkerei fleißig arbeiten. Denn das wäre ja schlimm, wenn man da die Milch ist ja im Stall wieder voll, ne? Ja, bei mir ist jetzt 5:30. Ja, oben rechts. Reelle Zeit. Der Tag fehlt mir noch, ne? Heute ist Freitag heute. Freitag bin die Woche nicht dazu gekommen. Oh, zu viel Arbeit. Oft zu müde. Überstunden gemacht. Zwar nicht so viele Überstunden, aber trotzdem. Mittwoch, Donnerstag. Ne, Quatsch, Donnerstag. Ja, gestern. Nee, gestern habe ich keine gemacht. Dienstag und Mittwoch. Und trotzdem habe ich da sehr, sehr gemüdet. Aber heute habe ich mir entsprechend da heute Nachmittag hingelegt. Stunde geschlagen. Dann wurde ich nicht wach. Naja, überlegt, na, Stunde kannst noch, ne? Ach, wenn er da irgendwie sagt, der ist auf. Dann schläfst du zu lange. Geht die Sonne auch rechts weg. Bei mir im Fenster scheint man auch Sonne rein. Jetzt in der Zeit, ja, immer länger, kann man sagen. Weil mein Fenster Richtung Westen. Ich muss dazu sagen, Richtung Westen ist aber so ein kleiner Berg. Ein Fußzeichen der Berg. Ja, das ist ungefähr 100 Meter von mir Höhe. Und dann verschwindet die Sonne hinter diesem Berg. Ne? Ist aber eher, ja, Berg kann man auch nicht sagen. Das ist ja eher so ein Hügel. Weil ich im Prinzip mehr oder weniger im Tal lebe. Und das sieht von hier aus wie ein Berg, aber wenn du oben angekommen bist, dann siehst du eben die Landschaft, die etwas höher gelegen ist. Ne? Also ich sag mal rund 150 Meter von Tal Sohle, also vom kleinen Bach, kann man sagen. Das ist kein großer Fluss. Das ist ein größerer Bach, sagen wir so, ne? Und da hoch sind es ungefähr 200 Meter höher, ne? Bei mir ist der Vorteil, wenn der Sturm aus Südwest kommt oder West, kriege ich nicht so ganz so mit, weil der pfeift drüber, ne? So, verkehrt. Der pfeift drüber. Über den Berg. Und dadurch ist es nicht so extrem zu merken. Hat den Sommer den Nachteil, wenn zu warm ist, habe ich keinen Wind. Jetzt kaum aus. Junge, Feldnummer 65. Auf geht's. Vielleicht klappt es auch jetzt. Kann sein, dass er bei der Brücke nicht hinkriegt. So. Ich wollte ja hier das nächste einstellen. Ne, der kann erstmal runterfahren. Wenn wir erspannen, ne? Das steht am Weg. Stelle ich hier mal so hin. So. Den nächsten machen wir auch gleich Platz. Beziehungsweise mal entlassen. Weil kocht ja so ein bisschen Geld, ne? Bisschen. Aber ich finde Autorei super. Das ist meine größte Sorge. Weil auch hin und wieder mal ein Motor abspringt. Das sind LS. Nennen wir 21 oder 22, egal wie er heißt. Der neue jedenfalls, wenn er kommt. Dass wieder einige abspringen, ne? Es gibt gute Dinge, die man hat, dann nicht mehr hat, ne? Der ist übrigens fertig hier, die Wiese. Das ist Nummer 23. Hier werden wir ganz kurz Kursgenerierung. Den alten Kurs immer löschen. Sonst gibt es Probleme. 23. Ein Vorgänger oder zwei? Probieren wir zwei. Wenn es nicht geht, macht das automatisch nicht. Ja,
logisch. Ich ja zu klein, ne? So. Zurück. Den Kurs speichere ich ab. Feld 23. Schwatten. 14, naja, 14,8 Meter speichern, damit ich ja weiß, mit dem ich den Ballen pressen kann. Ne? Ersten Wegpunkt einstellen. So, dann ist es fertig. Dann gleich mal rüber springen. Den entlassen. Kann man sehen, zum Beispiel unten links, dass der Ertrag teilweise gut ist, teilweise schlecht. Warum es so ist, keine Ahnung. Ist auch sehr trocken. Ne? Den schicken wir mal. Die 25. Na, X nicht. Alten Kurs löschen. Feldnummer 25. Aber ich fahre vom Feld runter. Ja, sonst kann er passieren, dass er den anderen in die Quere kommt. Ne? Unterwegs, ungünstig. Fahren wir auf die Hauptstraße. Dann wird er den richtigen Weg finden. So. Ja, Thüringen muss ich heute 8 Folgen machen, weil letzte Woche war eine Folge, ich will nicht sagen versaut. Die war schlichtweg zu kurz. Also kurz, Aufnahme gedrückt, zack, und gleich wieder aufgehört. Da war das knappe Sekunde. Und ich dachte, oh, sind 7 Folgen. Schiede was. Auch da habe ich mir dann geehrt, Sonntag und Samstag, logischerweise. Dann ist es halt ein Tag vorgerutscht. Ne? Ja. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für heute die Samstagfolge. Dann sagt noch tschüss. Und ciao. Und noch schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier auf der Karte. Noch viel Marsch mit auch Gras mit und vorbereiten für Rübenernte auf Feldnummer 65. Tschüss.